Großes Glück hatte diese 44-jährige Brasilianerin in der Stadt Belém. Auf dem Heimweg erfasste Rosalina de Jesus ein Auto. Überwachungskameras eines Geschäfts filmten den Unfall. Die Frau flog 20 Meter durch die Luft und landete mitten auf der Straße. Der Fahrer stoppte und half der nur leicht verletzten Frau. Zeugen sagten, der Mann sei offenbar betrunken gewesen.